So, grüß dich, ich bin's wieder, Enker Spangler Franz. Ich habe mir jetzt so eine Tischfräse gekauft, von Scheppach. Und die möchte mir jetzt da seitlich an mein Kreissack da dran bauen. Weil ich möchte, das soll alles kompakt da beieinander sein. Da habe ich es jetzt ausgepackelt. Die möchte ich da dran bauen. Haufen Schreif. Jetzt baue ich mir mal die vorderen Tischverlängerungen dran und die hinter. Und die möchte ich da. Da habe ich so vier's. Die möchte ich da dran schrauben und da sollte ich dann draufstehen. Bin gespannt. Weil dann habe ich nämlich eine schöne Auflage. Müsste gut hinhauen. Jetzt schraube ich einmal die Tischverlängerungen dran. Haben einen Haufen Schreif. Muss ich erst einmal schauen, wo soll ich hingehen. Aber das kriegen wir schon. Also ich schraube jetzt da die Halter drauf. Da habe ich noch zur Versteifung ein wenig so ein längeres Winkel-Aluprofil hinten eingebaut. Muss ich noch runter das Loch fahren. Komischerweise die Bügeln, die habe ich schon gehabt. Die hat mir mal einer geschenkt. Die hab ich jetzt, da habe ich mehrere gehabt und die habe ich jetzt schon recht schön hernehmen können. Nehmen wir sie mal auf. Da bin ich ein Depp. Jetzt habe ich es verkehrt aufgeschraubt. Das kommt davon, wenn man sich oben unterhält. Ist jetzt nicht tragisch. Die Löcher müssen passen. Nur genau verkehrt aufgeschraubt. Nein, Mann. Es ist aber wirklich so, wenn man sich unterhält, ist man nicht mehr konzentriert. Aber seht ihr, ist nicht tragisch. Aber ärgerlich ist. So, jetzt muss ich aufhören, weil jetzt hat Glocken gelitten. Jetzt ist zum Essen. Ich hätte es aber noch schnell gesagt. Ziehen wir sie mal schnell auf.
Gut, da muss ich noch ein wenig unterlegen. Aber so im Großen und Ganzen haut schon hin. So, jetzt habe ich nochmal provisorisch an die Wand festgeschraubt. Schaut jetzt alles ganz einfach aus. Aber ich sag das, ich hänge jetzt schon ein paar Stunden nur wegen die Halter dran. Das habe ich jetzt zwar nicht gesagt, weil das kann sich jeder vorstellen. Und das ist ja alles von einer Maschine wieder ganz anders. Aber es ist ganz schön zeitaufwendig. Aber jetzt habe ich den Bass drunter. Jetzt möchte ich noch dazu schrauben. Mit so selbstschneidenden Schleife. Möchte ich den Tisch in den anderen Tisch einschrauben. Da haben wir schon vorgebohrt. Habe ich natürlich wieder alles wegbauen müssen, weil ich von da nicht bohren kann. Ich muss ja so geschaut haben, weil der Stromkabel einzwickt hat. Aber es tut einem nichts. Aber man kann jetzt stark drauf schauen. Die Höhen haben wir jetzt mit Beilagscheiben ausgerichtet. So, da haben wir zurückgezwickt, dass ich da vorne mündig bin. Schaut gut aus. Sag ich denke mal. Und da habe ich nicht zugeschafft, da hätte ich jetzt nochmal ein Loch gebohrt. Genau da herbei. Da könnte ich jetzt noch mehr einen Schraum rein tun. Da rein habe ich es so gemacht. Jetzt muss ich mit Stabilität. Oh, stabil. Ich glaube, ich tue zwar noch einen zweiten Schraum rein. Wenn der Tisch nicht los ist, habe ich noch einen leeren Arbeitstisch. Da möchte ich das dann noch drüber, dass ich den parallel am Schlag da oben schalten kann. Da eine Verstärkung ist für den normalen, weil der ein wenig windig ist. Den muss man noch ein wenig umbauen. Weil ich wollte die Fräsen nicht irgendwo in meinen Tisch reinbauen. Da ist aber die Schuld. Weil ich doch auch mit Holz ein wenig arbeite. Jetzt habe ich ihn da dran gemacht. Und wie es ausschaut, ist das super. Jetzt werden wir da noch ein wenig ausrichten. Ah ja, genau. Da möchte ich eventuell noch
Das Schien da machen, dass der Tisch, das da, weil das ist ein bisschen wackelig, dass das dann noch versteift. Das könnte dann eigentlich eh gleich. Genau. Übrigens die Futter mit Teigschienen, die sind super, mit denen kann man so viel machen. Wenn es irgendwo kriegt, schnappt sie es eng. Weil die kann man immer wieder brauchen. Die habe ich für meinen Anschlag gebraucht. Ich zeige euch dann nochmal alles, wenn ich alles fertig habe, mache ich vielleicht nochmal ein extra Video und zeige euch nochmal alles, was ich jetzt da alles im Bau habe. Jetzt möchte ich einfach nur sagen, das ist der Tischfräse. Bestimmt schaut es mich gut an. Da ist auch der Anschlag, und so weit oben, der geht nicht richtig. Weiß nicht. Es ist nur eine Sache, wie man es montiert. Gut, richten wir die Schiene her. So, jetzt habe ich es verschraubt. Jetzt ist es eigentlich ganz stabil geworden. Das rührt sich nicht mehr. Da habe ich noch die Schiene gemacht. Da habe ich jetzt quasi da den Parallelanschlag. Da werden wir jetzt dann noch einmal da so ein Holzding reinmachen, wie sie es eh einmal machen. Da wird das, meine ich, ein ganz stabiles Absaugung dran. Dann ist jetzt die Maschine schön in der Luft. Ich glaube, dass dann, wenn jetzt da Sägespäne wirklich einfallen in die Maschine, wo es sein kann, dann fallen die durch Notfallschraufe und dann das Gitter noch runter, oder ich könnte auch noch eine Absaugung dran machen, von unten. Kann ja auch. Aber mir ist jetzt um das gegangen, dass das da stabil ist, kein Quadrat. Da rund habe ich meinen Schalter. Absaugung, wenn ich den einbauen habe, verlinke ich. Weil der geht total mit Funk, ohne Batterie. Der ist wartungsab. Den habe ich jetzt einmal eingebaut, der funktioniert immer. Denselben habe ich auch in der Hobelmaschine drauf. Gut. Jetzt geht's dran, da sind noch so viele Teile da. Da muss ich jetzt einmal schauen, wo die hingehen. Aber das Schlimmste ist schon mal passiert. Da habe ich geschaut, dass ich einigermaßen grob bin. Da schaut der Schrauben ein wenig durch. Da muss ich noch vorsichtig wegflexen. Hätte nicht sein müssen, aber ich bin verhund nicht mehr anders hingekommen. Gut. Da bauen wir noch mal weiter zusammen. Als erstes rein wir mal ein wenig zusammen. So, jetzt bin ich gerade bei den Teilen zusammenbauen. Ein bisschen verwirrend. Also ich komme jetzt ehrlich gesagt nicht ganz zurecht. Aber ich habe schon einmal ein Video gesehen. Das werden wir jetzt einmal in Ruhe anschauen. Weil
irgendwie ist mir das nicht ganz klar, wie die Teile da gehören sollten. Jetzt schauen wir noch mehr Video. So, jetzt habe ich das mehr zusammengebaut. Was die Leute aber bemängelt haben, das ist, dass der Anschlag nicht parallel läuft. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Dann nehmen Sie einen Wasserwag, tut die dran, schaut, dass das da passt. Dann, weil ausgerichtet wird er eigentlich nur mit der Schrauben. Da tut man, die ist normal original die drauf, die tut man oben, tut eine Mutter drauf, damit man die gescheit anzeigen kann. Das ist wichtig, die muss gescheit anzeigen sein. Und auch einmal ausgerichtet, mit einem Wasserwag, mit einem Schüttern, weil dann sieht man gleich, ob das da hakt. Also ist überhaupt kein Problem nicht. Das wird zwar bemängelt, aber das verstehe ich nicht. Gut, jetzt bin ich soweit. Jetzt das nächste ist dann der Fräser, aber jetzt mache ich einmal für heute Feierabend, jetzt mag ich nicht mehr. Der Tisch mit der Halterung, wo ich am Stolz bin, Absaugung, ja, die muss ich auch noch anschließen, da werden wir als erstes einmal so einen Kasten machen, dass die Absaugung noch ein wenig umstellen. Wahrscheinlich werde ich die da rum tun und die Tobi-Maschine da rum. Da muss ich einmal noch schauen. Da haben wir jetzt genau, das wollte ich noch sagen, da habe ich jetzt da noch eine andere Vorrichtung gebaut, weil die wird natürlich irre. Gut, die muss ich jetzt dann noch ein wenig gangbar machen, dass er ein wenig leichter geht. Die ist normal für da. Aber die kann dann irren. Und dann kann man die einfach auf Seiten füllen. Einfach ist gut gesagt. Aber dann nehme ich noch das Silbergleit her. Das hat mir einer verraten. Silbergleit heißt das, zum Einschmieren. Das ist kein Schmieren, nicht, sondern das Alu zeigt, das rutscht dann so. Also. Wunderbar. Das werde ich jetzt dann nachher noch hernehmen. Also, danke genau für deinen Tipp. Dann hat mir einer gegeben, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendwo in die Kommentare, wie ich da meinen Schiebeschlitten gemacht habe. Und ja, das ist echt super. Gebrauchsanweisung, also da bin ich nicht zurecht gekommen. Ich habe mir das Video angeschaut, da hat einer ein Video eingestellt. Gibt es einmal Tischfräse, aufbauen, Leitung ein, dann kommt das Video eh gleich. Das ist gut, da bringt man es dann zusammen. Aber ansonsten keine Chance, da bin ich jetzt deppert. Aber gut. Dann schauen wir nächste Woche weiter. Morgen ist Sonntag. So, ich habe mir jetzt da so einen Kasten, danke, aus Aluminium gebaut. Das wird meine Absaugung, der passt da genau drauf, auf die Absaugung. Da war noch so ein Übergangsstickel dabei, das haben wir da so viereckig angeschnitten, dass das da genau einpasst. Das klebe ich dann da noch ein, dann ist das dicht. Braucht aber gar nicht dicht sein, weil es direkt mit der Rehl, ich möchte es dann da ein wenig abwärmen, dass ich es einsticken kann. Und schließe dann direkt mit dem Bogen, der wo ich zurückgefallen ist. Stick dann innen da den Bogen dran. Da kommt dann, da habe ich einen Muff, die habe ich angeschnitten, die kommt dann da drauf, die passt dann da genau ein.
Da tue ich jetzt da das Lüftungsgitter noch raus, weil da ist so ein Gitter drinnen. Jetzt bauen wir ihn raus. Ich habe eine relativ gute Absaugung. Die packt da so kleine Teile leicht. Aus Metall. Und da passt jetzt das, das schneiden wir dann auf die richtige Länge zu. Das passt natürlich da super ein. Wegen Kleber rum, passt. Wegen anschneiden werden es noch messen. Der Schreiner macht sich das aus Holz, der Spankler macht es natürlich aus Blech. Habe ich aber noch nirgends gesehen, also jeder hat es bis jetzt aus Holz gemacht. Aber mir gefällt das nicht, ich mag da ein Blech, dass das alles ein wenig so einheitlich ausschaut. Gut, das versuche ich jetzt einmal zum Zusammenbauen. Im Prinzip habe ich erklärt, wie ich es genau zusammenbaue, das wird ein wenig eine Tiftelei, das zeige ich jetzt nicht. Aber das Prinzip habt ihr verstanden, wie das dann werden soll. So, ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich das zusammenbaue. Ich habe jetzt da den Bogen. Da habe ich jetzt da ausschleifen müssen, dass ich da ganz zurückkomme. Ich habe sogar da noch ein wenig wegschleifen müssen, dass ich dann in meinen Blechkasten einpasse. Da habe ich mir von einem Muff, das habe ich aus einem Muff rausgeschnitten. Das nehme ich als Übergang daher, dass das genau einpasst. Und das drum verklebe ich jetzt. Das ist jetzt eigentlich das einzige, das klebe ich jetzt da ein. Da kommt jetzt der Bogen rein. Der möchte jetzt gar nicht verkleben. Der passt da eh ganz streng ein. Dann ist das so beieinander. Jetzt kommt
Das passt jetzt auch relativ streng zusammen. Tue ich aber noch nicht ganz zusammen. Jetzt stecke, da habe ich jetzt quasi den Übergang. Da stecke ich das HT ein. Das ist jetzt ein bisschen verzwickt. Weil mit der Muff möchte ich, dass das so, das schaut jetzt so aus. Ich habe es jetzt da noch ein bisschen angebaumt, dass ich es da sauber einbringe. Mit der Muff ist das quasi gesichert, dass das stabil ist. Das drum. Kommt jetzt da ein. Das habe ich quasi so angeschnitten in einem Übergang. Und das passt jetzt da ein. Es geht alles ein wenig streng, aber so soll es eh sein. Jetzt habe ich schon wieder so weit rein da. Also das ist ein ganz schönes Fritt. Da muss alles genau passen. Ja, Wahnsinn, wie das passt. So, mit Ach und Krach habe ich es jetzt wieder zusammengebracht. So schaut das aus. Das, weiß ich nicht, ob ich das noch zumache, braucht es einmal nicht. Und den Bogen muss ich jetzt da einstecken.
Präzisionsarbeiten müssen wir aber mit dem Holzhammer ausführen. Aber die ganze Geschichte schaut jetzt so aus. Da ist jetzt die Absaugung drinnen. In das Rell. Durch den Schacht. Also ich brauche da nicht einmal dazu machen. Weil das alles im Rell ist. Der Schacht ist eigentlich nur eine Verkleidung. Erfüllt aber dann noch einen Zweck. Den zeige ich euch gleich. Millimeter soll ich noch auffüllen, muss ich noch schauen. Ja, das da hinten, das sollte da so Einheit ergeben. Weil dadurch wird der schon mal stabilisiert. Jetzt kann den dann eventuell sogar noch, weiß nicht, ob es das braucht, irgendwie miteinander verbinden. Ich glaube, ich tue es nicht, weil das sowieso so streng geht, dass das so abpasst. So. Und da habe ich meinen Anschlag von der Kreissäge. Den kann ich fixieren, der ist fest. Jetzt kann ich den als Anschlag für meinen anderen Anschlag von der Fräse nehmen. Jetzt ist das stabil. Wenn ich zudrücke, dann kann ich ihn da wunderbar befestigen noch mit dem Originalschreib. Dann geht er mir auch nicht runter. Liegt schön an. Ist eine feste Sache. Und ich stelle mir das ja so vor, man muss öfter bei Schubladen, muss man, meinetwegen hast du 12 Platten, bei 6 mm erinnert, einen Schlitz auszufräsen mit 6 mm. Und das zweite Teil sollte dann am Rand aus dann 6 mm weggefräst sein. Und da muss man aber umstellen. Und ich stelle mir das ja so vor. Komm mal. Wenn man da so Platten herrichtet, angenommen mit 6 mm, tun wir die ein, dann kann ich die einen Teil fräsen und für die zweiten Teile tun ich die Platten aus. Tue es zu und dann kann ich, ohne dass ich es verstehe, die zweiten Teile fräsen, die wo der Fräser 6 mm versetzt ist. Ich glaube, dass das super hier hat. Da kann ich die Absaugung anschließen. Da kann ich mich alles anschließen. Wunderbar. Das ganze Geschicht ist eigentlich nur durchs Zusammenstecken eine super stabile Sache. Das habe ich so passgenau gemacht. Allerdings muss man auch sagen, ich spiele mir jetzt schon ein paar Stunden damit. Aber gut, was darf man denn nicht an einem Sonntag? Also ich bin jetzt sehr zufrieden. Der eine, der hat jetzt genau ein wenig gut. Der geht jetzt wunderbar. Weil der irrt öfter. Andere müssen den Weg bauen. Ich schalte ihn einfach zur Seite. Kann er sogar ganz raus da, wenn es ist. Einfach raus da. Hat er auch noch quasi das zum Schwimmen. Also ich finde das echt super. Ich finde das super geworden. Das ist übrigens das Silberkleid. Das ist, das kann man spritzen, gibt es aber aus Creme oder was auch. Ich finde das zum Spritzen super. Das spritzt drauf und es rutscht alles. Zwischenzeitlich nehme ich das für alles her. Das kannst du sogar für Metallmaschinen, für meine Maschinen aus, die haben oben gleich angerust. Die haben sofort, wenn du mit dem Finger hingelangt hast, sofort am nächsten Tag einen leichten Rost gehabt.
Mit denen habe ich es eingeschmiert. Das ist jetzt gar. Also Öl ist schwierig, verdunst da, dann ist die Wirkung weggegangen. Zu viel Öl kann es auch nicht sein, weil dann pickt alles hin, das haut mit den Blechern dann nicht hin. Aber das Silbergleib habe ich schon einiges gebraucht. Super, den Tipp hat mir einer gegeben im Internet, einen Kommentar, dann bin ich so dankbar, weil das Mittel habe ich nicht kennen. Aber das ist echt gut. So, jetzt habe ich eigentlich meinen Tisch soweit fertig. Jetzt werde ich dann einmal mit dem Fräsen probieren. Das mache ich aber in einem nächsten Video. Aber die Maschine richtig aufgebaut und richtig einbaut. Ich kann es einmal kurz einschalten. Genau. Da seitlich habe ich auch meinen Schalter an der Maschine für die Lüftung, für die Absaugung. Ich habe alles griffbereit. Das mit der Hobelmaschine, mit der Absaugung und mit der Bandsaug, das möchte ich noch ein wenig anders lösen. Das muss ich noch anders aufstellen, Schlauch verlegen, eventuell noch so Abzweiger, dass ich umschalten kann auf die Maschine, auf die Maschine. Aber das schaut doch geil aus. Dann habe ich da mein, da kommt dann, wenn das weg ist, kann ich das dann einhängen. Das läuft dann da in die Führungsrillen drinnen. Habe ich da einen 45 Grad Winkel, den wo ich einfach wegbauen kann. Und das nur da einhängen. Passt. Da habe ich eine richtig kompakte Maschine. Freut mich. Und wenn das jetzt noch einmal alles aufgebaut ist, dann mache ich noch einmal ein kleines Video im Einsatz. So, jetzt mache ich noch ein wenig sauber und dann gehe ich jetzt zum Kaffee trinken. Und seht ihr, wie kalt das da raus ist. Haha! Aber einheizen wollte man auch nicht. Man muss sich ein wenig abhärten. Gut. Hat man recht schön hingehauen, freut mich. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet, müsst ihr wieder mal abonnieren. Ich brauche noch ein paar Abonnenten. Daumen hoch. Enker. Spangler Franz. Weil das sagt, denkt uns keiner. Aber ich sag's euch. Sagen tun es eigentlich auch.